Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review, denn wir waren wieder mal im Kino und auf einen Film haben wir uns ganz besonders gefreut. Wer die Fast and Furious Teile kennt, der weiß schon Bescheid, denn es gab ein Spin-Off zu Fast and Furious mit Hobbs und Shaw und das hat einfach die zwei Besten im Game vereint. The Rock und Jason Statham, also Dwayne Johnson und Jason Statham, haben ihren eigenen Film bekommen, basierend auf der Fast and Furious Reihe, auf den Charakteren, die da hervorgebracht wurden. Und da ging es jetzt natürlich nicht um Autos so im klassischen Stil, sondern genau die Action, die in den letzten Teilen dazugekommen ist, wurde hier nochmal in den Vordergrund gehoben. Das war also ein im Stile von den Expendables, ein richtiger Actionfilm, wo es wirklich Schlag auf Schlag hin und her ging. Ich habe mich natürlich gefreut, ich freue mich immer, wenn The Rock im Kino kommt, muss mir jeden The Rock Film angucken. Jason Statham ist ja auch ein ganz cooler Dude, würde ich sagen, den feiern ja auch ganz viele. Aber ich habe The Rock natürlich lieber, der ist mir auch sympathischer. Und so sind wir also ins Kino gegangen zu Hobbs & Shaw, haben uns riesig gefreut. Ich muss sagen, der Film hat sich relativ gezogen, also das kam mir unendlich vor. Ich habe gedacht, ja, ich kenne ja vom Trailer Szenen, die waren jetzt noch nicht, das heißt, es muss ja jetzt noch was kommen, es muss ja jetzt noch weitergehen. Und ganz allgemein gesagt bin ich nach dem Film dann rausgegangen und habe mich irgendwie komisch gefühlt. Ich kann das nicht beschreiben, sonst gehe ich ja aus Filmen raus und denke mir so, naja, den musst du nicht nochmal gucken oder das war jetzt nicht so prickelnd oder das war enttäuschend. Und bei anderen Filmen gehst du raus und denkst, oh mein Gott, was war das denn? Das hätte ich ja nie erwartet, das hat mich total geflasht. Also zum Beispiel wie bei Child's Play, bei dieser Neuverfilmung, da habe ich nicht viel erwartet und wurde so positiv überrascht, den fand ich so genial einfach nur. Oder wie bei Deadpool auch, oder wie bei Venom, die waren richtig geile Filme einfach so, auch von den Charakteren, von der Story her so. Gut, die Story muss man mal weglassen bei manchen Sachen, aber einfach nur wie das umgesetzt war, auch Stephen Kings S. Das war so genial gemacht mit den Charakteren, da hat man richtig mitgefühlt und alles. Da freue ich mich auch schon auf den zweiten Teil natürlich. Aber dann gab es auch Filme, die enttäuscht haben ein bisschen, wie zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere oder die Neuverfilmung eben von Halloween. Da ist man rein und hat danach gedacht, okay, den muss ich mir nicht bestellen, den brauche ich nicht in meiner Sammlung. Reicht, wenn man den einmal geguckt hat. Man hat sich da riesig drauf gefreut und dann, Bei Hobbs & Shaw waren es jetzt gemischte Gefühle. Man ist ins Kino reingegangen, es hat angefangen. Es war interessant zu sehen natürlich, wie die zwei gegenübergestellt wurden. Wie beginnt der eine seinen Alltag, wie geht der andere in den Tag rein? Was ist der Unterschied? Was macht der? Der eine brät sich Spiegelei, der andere, der säuft die Eier einfach roh aus dem Glas. Und das war dann natürlich lustig. Der große Muskelprotz und der andere, der kleine Hobbit, wie er immer so, so liebevoll genannt wurde. Und immer wenn die beiden aufeinander getroffen sind, das war natürlich grandios, immer diese Wortgefechte, wie die sich gegenseitig vollgekäut haben hin und her. Das war also interessant, das war lustig, das war ein Schmankerl vom Film, das muss man eben lassen, dass man sich das gerne angeguckt hat und dabei auch amüsiert war. Auch der Bösewicht war eigentlich relativ gut dargestellt, sage ich mal, aber irgendwie, wenn man jetzt von den Fast and Furious Teilen das kennt und wo ein bisschen dann Action dazu kam, und dann hat man den Film gesehen, dann hat man wirklich gemerkt, dass das eigentlich ein eigenständiger Film ist und man am liebsten alles andere vergisst, was es vorher gab, den einfach nur so als Film sich anguckt, denn das war alles so Science-Fiction-mäßig aus. Ihr habt wirklich, das war alles so Science-Fiction-mäßig. Ihr habt wirklich gedacht, ihr guckt Terminator 6 oder irgendwas und nicht Fast and Furious, Hobbs and Shaw. Da war die Action wirklich so übertrieben, in manchen Szenen wirklich so extrem übertrieben, fernab von jeglicher Realität und Gemache und Getue, dass man wirklich gedacht hat, was ist das denn? Bei Fast and Furious war das ja immer cool mit den Autos, auch als The Rock dann dazu kam und es gab immer mehr Action, haben viele schon gesagt, dass das die ganze Reihe kaputt gemacht hat. Mir persönlich hat es gefallen, eben durch The Rock und durch diese Action-Einladen und diese Geschichten mit dem Polizisten, der dann die Leute verfolgt und dass die dann zusammenhalten müssen und da Stunts und alles und hin und her. Wir haben immer ja versucht, immer ein bisschen einen draufzusetzen von Teil zu Teil. Auch der 7. Teil von Fast and Furious und der 8. Teil und der 10. Teil, was weiß ich, wie viel es da überhaupt gibt, haben mir alle noch relativ gut gefallen. Aber ich finde, bei Hobbs & Shaw haben sie es einfach trotzdem übertrieben. Das ist jetzt richtig, so ein richtiger Hollywood-Film. So, da muss alles funkeln und glänzen und in Szene gesetzt sein. Und ach, mir war das stellenweise aber irgendwo schon ein bisschen zu viel. Ich fand es cool, diese
wie die zwei immer aufeinander getroffen sind, was es da gab, dann natürlich auch die Zwischenmenschlichkeiten da so, die Szenen auch mit The Rock und seiner Tochter und auch mit Jason Statham und seiner Schwester, und da wurde auch ein bisschen immer mal die Fahrt wieder rausgenommen und alles. Aber irgendwie war mir das alles, weiß ich nicht, das war mir alles zu viel so. Ich saß dann immer da, ich dachte, ja, das ist schön, das ist cool, das ist toll, und dann in anderen Szenen dachte ich wieder, was ist das denn? Und es gab halt, ja, man hat im Trailer vorher auch gesehen, da spielt ja auch Roman Reigns mit. Roman Reigns ist ja ein Verwandter von The Rock, das weiß man ja so. Beide durch Wrestling bekannt, durch ihre Wrestling-Karrieren. Ich mich da also gefreut, als er im Trailer auch gesagt hat, er geht zurück zu seiner Familie und trifft dann da wieder auf Roman Reigns. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Roman Reigns ist dann eben dieser Bruder, mit dem er dann sich zerstritten hatte damals und sich wieder vereint. Aber Roman Reigns hat eigentlich gar nichts zu sagen gehabt in dem Film, weil der Bruder war jemand ganz anderes und Roman Reigns stand immer nur im Hintergrund und war einfach nur ein Lakai so, und ja, da war ich auch ein bisschen enttäuscht, denn ich habe mich da richtig drauf gefreut, dass die zwei aufeinandertreffen und sich konfrontieren, und aber das war gar nicht so, man wusste eigentlich, die kennen sich und die sind so, und jetzt ist das so, als wären die Fremde, und das hat mich ein bisschen enttäuscht, aber gut, da hat man wieder zu viel erwartet. Was ich aber richtig genial finde, dass da viele Leute eingebaut waren, die man vorher eben nicht erahnt hatte. Da waren viele Gaststars dabei, VIPs, selbst im Flugzeug, der Flugsecurity-Typ. Ich will nicht sagen, wer es war, wenn ihr das noch nicht geguckt habt. Fand ich genial, wie der plötzlich da rausgeholt wurde. Auch schon jemand, der vorher mit The Rock Filme gemacht hat und tritt da plötzlich auf und so richtig überraschend. Das war auf jeden Fall sehr cool gemacht. Auch der Doktor, der Professor, der diesen Virus da stoppen konnte, sollte, wie auch immer, umprogrammieren. Der da den Doktor gespielt hat, ich sag nur, wer The World's End geguckt hat, der kennt den auch. Fand ich auch genial, den wiederzusehen in einem Film, in der Konstellation mit The Rock. Hätte ich nie gedacht, dass die mal in einem Film zusammenspielen. Oder genauso wie am Anfang der FBI-Agent, der zu The Rock kam und den Fall ihm da näher gebracht hat. Also von wem der gespielt war, der auch am Ende nochmal da war, auch in den Post-Credits zu sehen war und dann auf irgendeine Fortsetzung auch hingedeutet hat. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Den habe ich am Anfang schon mal genannt mit einem Film, der da mich begeistert hat. Jetzt auch da wieder dabei gewesen. Auch bei Meisterdetektiv Pikachu eine Rolle gespielt hat. Der taucht jetzt plötzlich überall auf, aber in einem The Rock-Film hätte ich den auch nicht erwartet. Das waren auf jeden Fall viele positive Dinge, die einen überrascht haben. Eben, das war sehr unterhaltend, das war genial, das war, ja, aber irgendwo war es dann auch etwas, alles zu viel von allem. Das war so, das hat einen schon überfordert. Die Action, die war so nah dabei und so drin, dass ihr überhaupt nicht wusstet, wo soll ihr denn jetzt hingucken? Und dann denkt ihr, ihr habt alles verpasst oder auch, jetzt ist es vorbei. Hast gar nicht realisiert, was es gerade war, so irgendwie. Aber vielleicht, ja. Einigen scheint das sicherlich zu gefallen. Die sagen, oh, ist das krass, richtig genial, Ramses. Aber mir war das irgendwie eine Schippe zu dick aufgetragen alles. Fand den Film trotzdem cool, war sehr klischeehaft. Ach so, eine Szene, die ich auch noch richtig genial fand, als sie so in eine Parkgarage reingegangen sind und da stand so ein kleiner Cooper, Mini Cooper und Jason Statham, das war so seine Sammlung, welche Autos er alle hatte, hat dann auch gesagt, ja, den habe ich mal benutzt bei einem Job in Italien. Und vielleicht kennt ihr alle den Film The Italian Job. Da hat ja auch Jason Statham dann die Hauptrolle gespielt. Das war so ein eigenständiger Film von Jason Statham. Der hieß The Italian Job. Und er sagt zu ihm so, oh, den habe ich mal benutzt bei einem Job in Italien. So richtig, also diese Anspielungen auf irgendwelche anderen Filme und anderen Projekte und diese versteckten Sachen, die da in dem Film waren, haben das eigentlich trotzdem wieder zu was richtig Besonderem gemacht. Wer Jason Statham-Fan ist oder The Rock-Fan, wird auf jeden Fall seine Freude haben an dem Film. Wer Action-Fan ist, wird auf jeden Fall auch seine Freude haben. Wer schöne Frauen begutachten möchte, der wird auch seine Freude haben. Und wer The Rocks Nippels sehen will, so wie ich, der wird auch seine Freude haben. Aber wer ich ist, der wird rausgehen und wird denken, irgendwie, ja, da hat mir was gefehlt und was anderes war mir zu viel. Und deswegen, ich habe gedacht, ich muss den eh bestellen für die Sammlung. Jetzt bin ich mir unsicher und denk so, gut, eigentlich, wenn du den einmal gesehen hast, reicht das eigentlich. Ich würde mir da lieber andere Filme, die nicht so extrem auf die Kacke hauen wollen, nochmal angucken.
wie, kennt ihr The Raid und so, das ist Actionfilme, da wird auch permanent, ist da was los, das gucke ich mir gerne an, das ist so richtig bam, da auch die Kampfszenen, alles hin und her, super, wunderbar, aber irgendwie ist der Funken nicht übergesprungen, das war aber nur bei mir so, ihr werdet sicherlich eure Freude daran haben. Guckt euch den Film einfach mal an, wer ihn noch nicht geguckt hat. Wer ihn geguckt hat, kann ja mal seine Meinung reinschreiben, was ihr davon haltet, wie euch der gefallen hat, ob ihr auch denkt, dass da noch ein zweiter Teil kommt. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite aus, denke ich mal. Und wir schauen mal, was als nächstes kommt. Es sind ja noch viele Sachen jetzt unterwegs. Stephen King's S2, da weiß ich auf jeden Fall, der muss noch kommen irgendwann. Rambo 5, der muss noch kommen, den muss man sich auch noch geben. Da erwarte ich wieder mehr. Ich glaube jetzt schon, Rambo 5 wird mich mehr ansprechen als Hobbs & Shaw. Und S2 wird mich auch mehr ansprechen als Hobbs & Shaw. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.